Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir den Rücktritt von Dials Höhle angetreten. Das Aufwerten von Gegenständen, zumindest im Anfangstutorial erkannt. Und jetzt wird Hellawis angegriffen, weil wir ein Schiff wollen. Immer Who noch. goes there? Oh, I'm pretty sure you were expecting me. Ist geil, wenn ich gerade was trinke und dann angegriffen werde, dann stehe ich da und denke mir, ja, das ist jetzt schlecht. Ah, okay. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass es direkt weitergeht mit Cutscenes, aber in Ordnung. Jetzt kann ich wenigstens mal durch die Vordertür rein. Ne? Jetzt muss ich nicht mal außen rum, jetzt geht's nochmal so. Alles ist zu, Läden sind geschlossen. It's a trap. It's a trap! Sie hat diesen schönen Satz gesagt. It's a trap. Ja, es ist eine Falle, wen wundert's? Das sind ein paar viele. Und ich hoffe mal, dass sie nicht um. Ja, doch, die wollen mich haben. Nehmt Rockero. Wow, look Magido. who Hi. actually showed up to rescue me. Oh, you're more of a softie than I ever gave you credit for, demon lady. You're here. You're the demon that escaped the island? What if I am? You hurt my dear Oscar. You will pay for that. Slowly. Okay. I am honor bound to aid her. Lass doch meinen linken Arm mal aus dem Spiel. Hat dir nichts getan, hallo? Ja, da hat man gerade gesehen, da wollte er eine sogenannte, ich glaube, Malagard heißt es, einsetzen. Also er wollte zaubern im Endeffekt, aber da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Au, au, au. Ja, aber scheint ja zu funktionieren. Ich meine, das sind nicht die besten Kombos, definitiv nicht, aber es funktioniert. Da sind sie gerade schön einfach mal beide gleichzeitig krepiert. Tja, so läuft das manchmal. Man kann nicht immer gewinnen. Was man aber auch öfter sieht bei mir, das habe ich glaube ich noch nie großartig erklärt, ist aber auch nicht ganz so schlimm. Ist diese Fähigkeit, durch Angriffe zu auszuweichen in dem Sinne halt tatsächlich. Ich kann durch bestimmte Angriffe, oder was heißt bestimmte, ich kann durch alle Angriffe ausweichen und so dann, statt einfach nur blöd rumzustehen, einfach direkt schon wieder in den Angriff übergehen. Ist aber so eine Timing-Sache, tatsächlich. Okay, du lässt sie doch gerade nicht tatsächlich zaubern, oder? Unglaublich. Ich lasse ihn zaubern. Naja. Zur Not könnte ich dem auch einfach ausweichen dann. Au, au, au. So, im Kampf gekocht. Ist auch mal schön. Wie erhofft, ja. Trotzdem muss ich diesen einen hier immer noch platt machen. Ja. Und den da drüben auch noch. Also da kommt noch eine Menge, wie man merkt. Sollten wir nicht durchhalten. Sieht doch super aus eigentlich gerade. Auch wenn da immer mehr kommen, immer mehr. Aber ich muss ja dazu sagen, ich habe auch noch nicht ein einziges meiner Highlights mal benutzt. Großartig. Kein Apfelgeh oder sonst was. I admire your endurance, but you will regret this soon enough. Number two. Ah!
You can't finish your own work. Coward. I won't fall for your taunts. That arm of yours is too dangerous. Besides, to dispose of demon filth, one ought to use an appropriate tool. Well, I've got tools of my own. Tools of flamestone, sulfur, and oil. Those will explode. What? Our stores of flamestone! Rokuro! I'm with you! Doing after them, Lady Teresa. The ships, the port, it's all on fire. Orderlies, put out the fires at once. Tja, habe doch glatt den Kampf gewonnen. Sowas aber auch. Move it! We're ready to set sail! I won't let you escape! Never! Für einen weiteren Bosskampf. Diesmal gegen Teresa und ihre zwei Orderlinge hier. Ja. Wenn man sie am Zaubern hindert, ist das größtenteils kein großes Problem. Zumal die beiden jetzt nicht unbedingt viel einstecken können. Au. Da hat man es aber gerade gesehen, das tut echt weh, wenn der Kleine hier zaubert. Von daher würde ich tatsächlich wirklich vorschlagen, erst platt machen von den Kleinen. Dann die große Dame in die Mangel nehmen und schon sollte es eigentlich laufen. Ich meine, ist ja sowieso tatsächlich spritechnisch so, dass Exorzisten ohne Malax sowieso nichts drauf haben. Von daher sowieso erst immer auf den Exorzisten. Erst immer auf die Malax, dann die Exorzisten. Au, 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 au. Das war der falsche Knopf. Eigentlich wollte ich schon ein Item benutzen, aber wenn ich halt den falschen Knopf drücke, dann wird daraus nichts. Gut ausgewichen, ne? Jawohl. Ah, meine Güte, ey. Die lässt mich aber auch nicht mal angreifen, ne? Nö. Ich meine, Rokuro, ja klar, der greift hier die ganze Zeit an, weil sie ja auch mich eher auf dem Kika hat. Meine Herren. Und jetzt machen wir sie fertig, indem wir in unseren Therion-Modus übergehen und fertig ist die Kiste. Jawoll! So läuft das. Exorcist Praetor Teresa, I give you this order. Do it, number two! The kid's gonna blow himself up! To think you were a demon! The crybaby exorcist? I wasn't crying! Two praetors. Not looking good. Knock them back. That's an order. Knock them back, or I'll eat you. An order? Uh-huh.
Why? Why would they do such a thing to us? We're finished! Helaves is no more! Curse you. Curse you. Such ghastly demons. The Abbey, no. Lord Artorias himself must be informed. Der erste richtige, sagen wir mal, Kampf, das lief ja ganz gut. Ein Tod, ja. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ist ein Bosskampf, ist in Ordnung, ist erlaubt. Außerdem renne ich ja vor den meisten Kämpfen gerade immer weg. Well, that turned out better than I expected. Though we wound up with a little extra. Extra? He looks like he'd be a scrumptious midday snack for you. A snack? She's just teasing. No. If that's an order, I accept it. Should we really be taking this kid along? His arts will be useful to us. And we can always get rid of him. Precisely. Malachim are tools. Use them and ditch them. Isn't that right, number two? Yes. Und ja, warum sollte ich dann nicht noch speichern? Das ist natürlich jetzt wieder nett, sagen wir es mal so. Vergesst, was ihr da lest, aber ihr könnt es auch lesen. Was das heißt, werdet ihr aber später erst erfahren. Und ich sitze hier an meinem Schreibtisch und denke mir, yo, hast du gut gemacht, Freund. Hast du gut gemacht. Wie ihr seht, setzen wir jetzt die Segel und kommen mal wenigstens woanders an, mehr oder minder. Wir arbeiten zumindest dran. Neue Titel für alle Ausrüstungskuratoren, bla bla blub. Im Endeffekt kriegt er, glaube ich, eigentlich einfach alle Titel, die er bei meinem ersten Durchgang hatte. Dementsprechend könnt ihr auch euch denken, dass er wichtiger ist als nur ein Nebencharakter. Aber naja, gucken. Now that was a right old conflagration. Don't think they'll be chasing after us anytime soon. You certainly didn't leave them much of a port, though. I wonder if the town will ever recover. How much did you tell them? I had just started episode 2, Magilu's Fury, wherein the beautiful witch is captured and tortured by a demon most cruel! I'm starting to see why they wanted to execute you. Ganz ehrlich, Magilu ist jetzt auch nicht dieser Charakter, den ich so toll finde. Aber sie kann interessante Sachen machen im Kampf, das auf jeden Fall. Our destination is Logris. Set a course. I'll do what I can, but this vessel really needs a bigger crew. We need to hire more men. Besides, if we keep sailing this way... You seem busy. We need more hands. We have to set our course and tie down the cargo. I've unfurled the sails. Does that not look safe to you? Sure. As long as it doesn't come loose. So sieht's mal aus. Wäre wahrscheinlich besser, wenn's nicht lose wird. Velvet! How's our heading? This is so hard to read. Actually, you're holding it wrong. It's built to function even if the ship is rolling. Huh. Velvet! The heading's fine! Kid, what's your name? Number two. Not that. Your real name. Surely you have one. Wanna hold it?
If that's an order. I'm asking you what you want. So you're ordering me to answer? Right, right. You Malakim would destroy yourselves as long as it was an order, wouldn't you? That is our purpose. You really are tools. In that case, keep your mouth shut. Cannon fire astern! Pirates! That flag. It's got to be Highfleet's pirate crew. They've got a bead on us, folks! And in case you haven't noticed, we aren't really equipped for sea combat! To land, then! We can fight them there! Huh. Well, look at that. They really are a bunch of demons. That works in our favor. You knowingly pick fights with demons? Must have a death wish. You're in trouble now that we're on land. Wipe them out, number two. That's an order. Whoa there. We're not the one you'll be fighting. It'll be me. A Moloch? No. I'm the Reaper. Ich wünschte ja, sie hätten ihn nicht übersetzt. Aber das denke ich auch bei Datech Jiu und das ist halt nie passiert. Von daher, was soll's. Das ist, ja, der Reaper, der Tod in Malak-Form sozusagen. Ist auch mal interessant, sowas zu sehen. Er ist offensichtlich ein Erd-Malak, wenn man so will. Seine Schwäche ist Wasser. Muss mal kurz gucken, wo habe ich denn Wasser eigentlich immer? Eigentlich hier auf Kreis. Hier habe ich leider nicht mehr, dass ich da irgendwie mehr mit Wasser machen kann, also mit Kreis am besten anfangen. Problem ist, ich darf nicht dashen, wenn ich die Doppelpeitsche einsetzen will mit Schwäche Wasser. Weil ich sonst die Schwäche einfach überspringe. Also im Endeffekt den ersten Move. Ist schon ein bisschen witzig wieder. Und warum kämpft Magido eigentlich immer noch nicht mit uns mit? Die muss doch kämpfen können. You passed the test. Join us. Well, aren't you the impudent one? Says the demon who torched Televis. You knew about that? I hope you realize we're doing you a favor. If you'd stayed on that course, you would have smashed right up against the gate of Vortigern. You guys are headed for Midgand, aren't you? That means you're gonna have to go through the Narrows up ahead. But the kingdom has a massive fortress there built to defend them, with a tremendous gate. A fortress. If this is true, we're in your debt. We desire to pass through as well, but we lack the strength. I propose we form a partnership. I'd be a fool to blindly trust the words of a pirate. Do you really want to see the gate for yourself? We won't stop you. We'll even throw you a nice funeral if you like. What? We're allowed to refuse? Your business is your business, and ours is ours. There's nothing more to say.
But First Mate, you can't go alone. We'll all come with you. You'd only get in the way. Stick to the plan and focus on your duties aboard the Von Eltia. Ja, so geht's auch. Ne? Test bestanden, läuft, mach mal weiter. So ist er halt, der liebe, gute alte Mann. Wir halten einen Ventit des Waghalses und eine Piratenaugenklappe. Und jetzt, seriously, warum kämpfst du nicht mit uns mit? Ich meine, gibt es dafür echt einen Grund? Wahrscheinlich nicht. And what are you folks planning anyway? Like I said, we're getting through that gate. If you're not helping us, then the conversation's over. Is it possible to get through? If the First Mate says he'll do it, he'll do it. You sure put a lot of faith in him. He's a Moloch, isn't he? That doesn't matter. He's got the captain's blessing, and that's enough for us. Couldn't you ignore the Narrows and just sail around? Not now. We lost both our compass and several of our crew in an earlier attack. Compass? Huh. But in the end, we're pirates. If someone blocks our way, we can't just fall back. And that's what makes a pirate, huh? Tragically, your favorite witch is neither a sailor nor a warrior. All she can really do is look on. No argument there. Is the Gate of Vortigern really something that impressive, Dial? They've got a fortress and a patrolling fleet, but the gate is the real show. Even a battleship couldn't blast its way through that thing. Is there no sea route that avoids the Narrows? There is, so to speak, but it's a long way out into the open sea. We just end up shipwrecked. The pirates share our goal. I don't think we have any choice but to band together. True enough! If forward lies destruction and backward lies doom, sideways is your only option! And yet you don't feel like helping out. I sure don't. That Moloch isn't all he seems. Who knows what's up his sleeves? The kid's a Moloch, too. Hey, boy, you sense anything? We both have ulterior motives. In any case, let's go after him. Klingt doch wie ein Plan. Erstmal hinterher und dann können wir weiter drüber reden. Aber vorher nochmal mit Dial reden, natürlich. I know you probably won't listen to me. But you shouldn't get involved with Ifrit's pirates. Ifrit is the fiercest, most villainous pirate in all the seas. Every sailor trembles at his name. For a demon, you're pretty wimpy. Demon or not, scary is scary. So this Ifrit is that tough? You bet. Rumor has it he's an unrepentant troublemaker and is as strong as an ogre. His gang are all fearless, wild rogues. They've turned the tables on the Royal Navy time and time again. And best of all is their ship, the Von Eltia. She's a legend that's traveled to distant lands across the sea. Nice. Sounds like I'd get along with them just fine. You seem to know an awful lot about them yourself. Well, it's just that every sailor dreams of being as wild and free as Ifrit and his pirate crew. I guess. Hey, I can dream, can't I? Demon or human or even lizard, we all got our fantasies. So sieht's aus. Ob wir nun ein Dämon sind, ein Mensch oder eine Hexe. Wir alle haben Träume, Hoffnung und das innere Bedürfnis nach einem Speicherpunkt. Ja, das vielleicht jetzt nicht alle, aber... Nee. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, ne? Okay. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, was der Schnitter uns so zu zeigen hat und was es mit dieser Festung auf sich hat. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir da zu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.